und Andrea, Vater und Tochter, erfreuen das Publikum mit ihrer Musik. Seit 2 Jahren bilden die beiden im Familienbetrieb tätigen Gastronomen ein klangvolles Duett. Also er hat schon vorher angefangen mit dem Moderieren, mit dem Singen, und dann hat er mich irgendwann so mal mitgenommen. Haben wir da nicht, also zum Spaß halt mehr oder so, also zum Übungszweck haben wir mal ein bisschen zusammen gesungen, und dann hat es einfach gepasst und seither sind wir eigentlich zusammen unterwegs, genau. Ja, angefangen hat es hier in Frutigen mit einem Gastbetrieb, oder eigentlich Hotelbetrieb, das heißt Hotel Landhaus Adler, und dort sind wir fast 20 Jahre dran. Dazu kam dann noch ein Eventlokal hier in der Nähe. Das sind so alle Pferdestallungen, die haben wir umgebaut. Dort machen wir auch Events. Und jetzt, seit 3 Jahren, sind wir zum Nachbarkanton in Wallis hängen geblieben. Noch einmal ein Hotel. Und das Ziel dort ist, mit Musik die Leute anzuziehen und natürlich auch mit verschiedenen Musikern und Künstlern dort sich zu treffen und etwas Interessantes zu starten dort. Also grundsätzlich braucht es gute Leute. Und ich war immer so, ich habe aufgebaut und aufgebaut, aber ich war nie hängen geblieben. Und mein Ziel war immer, Leute nachzunehmen, nachzuziehen. Meine 3 Kinder haben alle bei mir die Ausbildung gemacht. Kamen weitere Sprösslinge dazu. Und so habe ich ein Team gebildet, das auch Verantwortung übernimmt. Und ich selber, ich bin noch so der Stratege. Aber im operativen Bereich, was Gastronomie anbelangt, habe ich mich sehr zurückgenommen. Also für Hobbys bleibt mir nicht so viel Zeit, weil Singen ist schon das, was ich sehr gerne mache. Aber ansonsten haben wir noch einen Gastbetrieb in Frutigen, wo ich mit meiner Familie und meinen Geschwistern das manage. Und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Das mache ich sehr gerne. Das ist mein Beruf sozusagen. Und zum Ausgleich und einfach, ja, die Musik ist dann quasi dazugekommen, macht mir sehr viel Spaß. Und das ist dann halt auch meine Freizeit, meine Ferien und alles, genau. Alles kann man nicht machen. Das kleine Glück auf Erden, es wird deine Seele spüren. Es wird alle küssen, die offen durch das Leben gehen. Ja, da bin ich immer mit dabei. Wir machen das alles zusammen, wir sind ein Team und meine Aufgabe, primäre Aufgabe vielleicht, ist jetzt im Moment auch dem Peter Schmidt auch den Rücken frei zu halten, dass er sich wirklich dem Musikgeschäft widmen kann. Und in der Gastronomie ist es so, dass wir seit Jahren ein gutes Team aufgebaut haben. Da sind Leute nachgekommen, die geblieben sind, die sich in die Positionen eingearbeitet haben und die jetzt auch führen können, sodass wir auch frei sind für die Musik. Und einfach die strategische Führung, die bei uns geblieben ist, ja, so. In diesem Studio werden die Musiktitel der Schmidts produziert. Das ist aber nett von dir, weißt du? Ich sag's, du hast einen Frontsänger, du siehst gar nicht. Ah, so. Du bist genau, was mir gefällt. Du bist mein Glück auf der Wand. Nach dir habe ich so lange schon gesucht. Wo seid ihr geblieben? Beim ersten Refrain, oder? Also. Ich war noch beim Lied von gestern. Andrea war bei einem anderen Lied. Ja. Vorsicht! Also Refrain, okay? Lass uns das von hier laufen. Auch die Meetings, die mit allem, was die Musik betrifft, zu tun haben, werden hier abgehalten. Durch Danny Schönemann, dem Inhaber von Star Promotion Studios, haben Peter und Andrea Schmidt nun Gelegenheit erhalten, sich auch dem deutschen Publikum vorzustellen. Sie werden am Schlagerfestival teilnehmen, auf dem den besten Künstlern der Hits, Schlager und mehr Award verliehen werden wird. Das kleine Glück auf Erden, es wird deine Seele spüren, es wird alle küssen, die offen durch das Leben gehen.